Hey Leute, herzlich willkommen zurück zur neuen Part so Pissy Building Simulator. So, was haben wir zu tun? Ach ja, ne, also was ist das für ein Gehäuse? Wir probieren es nochmal. Weil. Da. Das ist ein bisschen schwieriger, aber ich denke, wir schaffen es da. Und in dem Fall machen wir bis. Bis Donnerstag und nicht bis Freitag. Ich meine, aber das Wasserreservoir wissen, wo wir es unterbekommen können. Das sehen wir. Mal befreien wir den PC vom Staub her. Doch. Das scheint mal zu passen. Hoppala. Hä? Doch, da oben. Sag ich ja, das haben wir gesehen. Frage, hat der PC überhaupt einen RAM-Riegel drin? Da. Da. Moment. Da und. Vor allem, ich habe erst die Angst gehabt, dass das nicht funktioniert. Da sagen wir 1,45 Volt. So, unser Lieblingstool da. So. Okay. Ich hoffe, dass die 1,45 stabil sind. Immer noch so wenig Volt. Eigentlich reicht die Spannung. Eigentlich. Ja, sehen wir. Wir hätten auch hier noch einen Triple-Radiator.
Oh, ich weiß nicht, warum das nicht geklappt hat beim ersten Mal mit der I.O. Ja, man sieht's. Aber, warum? Vor allem, wir haben gleich, weil wir kommen so langsam in einen Bereich, wo ich keinen Bock mehr habe. Ja, man sieht hier, jetzt haben wir es geschafft, stabil zu bekommen. Taktet sich fast runter. Nur fast. Und da bist keine Hauptplatine mitbestellt, weil ich so gut bin. Ja gut, das haben wir vergessen. Oh. Ja. Ich weiß, wie wir es machen. Aber. Aber ich bin nicht sicher, ob wir es in dem Gehäuse schaffen können. Aber ich nehme den Auftrag ab. Den machen wir, ja. B550i, okay. B550i. Das ist ein Moment. Okay. Ja. So, und das Mainboard raus. Und jetzt bauen wir das reparieren. Jetzt haben wir das neue Board wieder ein. Bauen die Grafikkarte wieder ein. Bauen die CPU wieder ein. Wenn man da passt. Oh, den RAM nicht vergessen. Was immer wichtig ist, einmal PC hochfahren. Dann sagen wir einfach mal von der SSD. Dann gucken wir einfach mal auf der HDD nach. Weil ich kann eigentlich davon nur abraten, dass ich auf der HDD so installieren. Aber man sieht hier nur wenig Leseschreibrate. X 7 7800 X. Warte, aber die Mügel. Und da kann nur ein Virus hinterstecken. Okay.
Virusscanner. Das hätte man auch da oben auch anbringen können. Ah, zwei PC-Aufbauaufträge. Ja, Level 33. Und? Damit haben wir die offizielle Bestätigung. Es geht also doch weiter mit Level. Mit Level 34? Okay. Ja. Ja, gut. Da. Gucken wir mal nach, mal. Wir haben hier ja ein Litzenkern-Prozessor drin, aber nein, haben können wir noch nicht upgraden. Wisst ihr was? Wir verwenden ein i7 10700K. Dieses Mainboard. 8 GB RAM, Grafikkarte nicht, weil wir noch eine wassergekühlte da haben. Wenn ich das richtig im Kopf habe, wo ist das Gehäuse? Moment. Ja, sagt es ja hier. Grafikkarte haben wir auch noch da. Und das brauchen wir alles morgen. Hier nehmen wir wie immer von EK. Das können wir auch aus von EK nehmen. Das auch. EKWB, okay. Da und da. Und der andere will nur auf dem PC spielen. Da verwenden wir ein i7 9700K. Ja, man hat es gesehen, was ich falsch gemacht habe. Wieder falsches Mainboard bestellt. Aber diesmal können wir es ausschließen. Und dann nehmen wir die. Dann haben wir 2 TB. Nee, dann nehmen wir die. Und noch ein Gehäuse. Okay. Ich hätte aber auch vorhin noch einmal in der E-Mail reingucken sollen. Okay. 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 Okay.
So, dann fangen wir an mit dem PC-Bau. Aber ich will als allererstes mal nachgucken. Wir haben die da. Wir haben nur die eine da. Oh. Weiß ich gar nicht, ob das so gut ist. Wenn wir nur eine da haben. Da haben wir die im Zwei-Slot. Da tun wir die rein. Prozessor. Den 10.700K. Hier haben wir 8 GB RAM. Sagt euch, wir haben den PC, der PC ist fertig, nachdem wir den anderen zusammengebaut haben. Und das probieren wir jetzt mal aus. Oh. 850 Watt. Haben wir drin. Mich würde es auch mal interessieren, mal nimmt er auch, aber nur halt, wir müssen die nehmen. Lol, Bug. Ich meine, das sitzt nicht richtig drin. Hä? Lol. Das wird mir gerade erstmal auf. Also, wir haben einmal 17 drinne. Ja, gut, das ist ein Spiel, was so viel RAM braucht, als ob. Und wir haben wieder mal so viel eingebaut. Egal. Und auch da ist das falsch. Was für eine LED haben wir? Blue LED mit 3200 und Blue LED. Ich meine, wenn er zum Beispiel, ich sag das schon mal,
Dass du das Spiel doch sagst, ich will das in die maximale Anstrengung spielen. Jetzt habe ich die 800 XT. Wie hoch ist da jetzt die Taktrate? Ich denke, die werden wir auch hier einbauen, in dem PC hier. Okay, also einmal, zweimal, also wir haben dreimal PC bauen. Einen davon müssen wir auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Okay. So dann, was ist das dann von dem Part? So dann, ciao. So.